Willkommen beim DB Masters Webinar Connect to Worlds Oracle Connect zu Postgres. Worum geht's? Wir möchten Ihnen vorstellen, wie man von Oracle mit Hilfe von EBC an eine Postgres-Datenbank sich verbinden kann und Daten auszutauschen. Wir stellen Ihnen die Architektur vor, gehen ganz kurz auf die Installation und Konfiguration ein und zeigen Ihnen dann, wie man das nutzen kann. Zur Architektur. Auf der einen Seite haben wir die Oracle-Datenbank, auf der anderen Seite die PostgreSQL-Datenbank. Der Weg von Oracle zu Postgres geht über OTPC. Wir möchten es Ihnen dann am Beispiel von einem Unix zeigen, wie das geht. Was brauche ich, damit ich von Oracle zu einer anderen Datenbank über OTPC connecten kann? Dafür brauche ich die Oracle Heterogene Services und einen Listener sowie die entsprechenden Treiber dafür. Zur Installation. Der erste Schritt auf einem Unix ist, ich muss die Unterstützung für ODPC installieren. Das geht mit YAML install Unix ODPC und entsprechend den Development Libraries, damit man es auch linken kann. Der nächste Schritt ist, ich brauche den PostgreSQL Treiber. Dann lädt man sich von der Postgres Seite runter. Hier ein Beispiel für PostgreSQL 13. Es gibt genauso inzwischen Treiber für 14. Das File entpackt man, ruft auf Configure, dann entsprechend Make. Und danach muss man mit Make Install das Ganze installieren. Wichtig, das muss als Root passieren, weil es sonst File Protection Probleme gibt. Der nächste Schritt der Installation ist dann die Konfiguration im odpcinst.ini. In diesem File muss ich in der Section für den PostgreSQL eintragen, welcher Treiber zu verwenden ist. Und das ist der Treiber, der gerade gelinkt wurde. Das heißt, beim Linken schreibt er raus, sind die Filenamen. Und den muss ich hier eintragen. Das zweite File ist für Setup 64, brauche ich nicht ändern. Der nächste Schritt ist das Konfigurieren der Datenquelle. Dazu gibt es ein odpc.ini. Dort trägt meine Section ein. Der Name der Section ist frei wählbar. Wir haben die hier in Blau gehalten und auf den folgenden Folien werden Sie in Blau dann jeweils sehen, wo das zur Verwendung kommt. Was ist hier wichtig? Letztendlich nur, mit welcher Datenbank möchte ich connecten, das heißt der Name der Datenbank in Postgres drinnen, wo läuft der Server, in unserem Beispiel ist es auf Localhost auf meinen eigenen Rechnern und zum Testen kann man hier temporär Username und Passwort für den Postgres-Benutzer eintragen, um leicht verifizieren zu können, dass alles passt. Der nächste Schritt ist dann, ich probiere mit iSQL, das ist das SQL-Client vom Unix oder PC, einfach, ob ich an die Unix oder PC-Datenbank anmelden kann, an die Postgres-Datenbank anmelden kann. Und wir sehen hier iSQL und dann eben Abstand, Name der Section. In unserem Fall war es eben PG13. Wenn ich das Ganze mit Username und Passwort machen will, geht das natürlich auch. Das heißt, ich kann hier auch andere Benutzer mit anderen Passwörtern ausprobieren. Damit weiß ich, ich komme über ODPC zur Postgres-Datenbank. Wichtiger Hinweis, wenn Sie mit dem Testen fertig sind, nehmen Sie bitte Username und Passwort aus dem ODPC-INI raus. Die haben dort nichts verloren, das ist nur zum Testen. Der nächste Schritt ist Konfigurieren von Heterogenen Services von Oracle. Was braucht man dazu? Man geht ins Verzeichnis $Oracle Home, HS Heterogenen Services Admin. Dort kopiert man das Template für ODPC auf einen Namen, wie man die Instanz nennen möchte. Ich habe hier PG13 klein geschrieben. Sie können den Namen Instanz frei wählen. Das ist völlig egal an dem Punkt. Wir müssen dann entsprechend nur im Listener und im Connect Strings entsprechend richtig abbilden. Minimum braucht man in dem Init-Order die hier angegebenen Zeilen, nämlich wohin connecten wir auf die PG13, das ist der ODPC-Name, Spracheinstellungen, damit es hier keine Probleme mit der Übersetzung gibt. Dann, was ist der ODPC? Treiber am Betriebssystem und welches ODPC-INI sollten wir denn verwenden. Der nächste Schritt ist, ich muss im Listener die Heterogene Services eintragen. Dafür braucht man eine statische Registrierung. Das heißt, ich muss die SIT-List für den Listener entsprechend erweitern. SIT ist hier der Name, den ich vorher gerade für das INIT-File vergeben habe. Wichtig ist, Programm ist eben EGODPC, also nicht eine Oracle-Instanz, das wäre ein Oracle-Exe, sondern der ODPC-Treiber. Ja, dann brauchen wir noch ein paar Environment-Einstellungen und wie Sie an dem Faden hier sehen, habe ich das Beispiel mit Oracle XE gemacht.
danach den Listener neu starten. Der letzte Schritt, den man als Vorbereitung machen muss, ist einfach ein Connect-String. Das heißt, ich brauche beispielsweise im TNSNS.ora einfach einen Eintrag, wie ich mich auf die Postgres-Datenbank connecten möchte. Und dort muss man entsprechend angeben, auf welchen Server und zu welcher Instanz. Und ganz wichtig ist, das HS ist okay. Das heißt, Heterogen Services Connect sind erlaubt für diesen Connect-String. Damit wären wir mit der Konfiguration fertig. Der nächste Schritt ist dann in der Oracle-Datenbank einfach einen Datenbank-Link anlegen. Das kann ein Private-Datenbank-Link sein oder ein Public-Datenbank-Link, beides ist möglich. Eben mit dem User und dem Passwort. Und wenn ich alles richtig gemacht habe, dann kann ich einfach hergehen und in der Postgres-Datenbank schon Abfragen starten. Ich habe in der Postgres-Datenbank eine Tabelle Foo angelegt. Mit dem Select-Const-Stern von Foo verifiziere ich jetzt einfach, ob ich rüberkomme und siehe da, es kommt eben zurück, dass da ein Datensatz drinsteht. Welche Probleme und Fallen gibt es im Zusammenhang mit Datenbank-Links zu Postgres? Es gibt einerseits einmal das Mapping von Datentypen. Das passiert im OTPC-Treiber, darauf hat man wenig Einfluss. Da gibt es einige Fallen. Das zweite ist die Case-Sensitivität bei Objektnamen. Der erste Fall ist Text. Im Postgres wird sehr gern der Datentyp Text verwendet. Das ist wie bei Oracle ein langer Varchar-String. Der kann eben bis zu einem Gigabyte groß werden. Da bei Oracle ein Varchar nur 4K groß werden kann, wird das leider vom ODPC-Treiber auf Long gemappt. Und damit haben wir schon ein Problem. Weil innerhalb eines Selects darf es nur eine Long-Spalte geben bei Oracle. Das heißt, eine ganz normale Tabelle auf Postgres würde bei Oracle lauter Long-Felder haben. Das ist nicht ideal. Daher, was ist der bessere Weg? Wir können eben den Datentyp von Text auf Varchar ändern. Das heißt dort Character Varying. Das entspricht dem Oracle Varchar. In diesem Fall wird das dann eben auf Oracle Varchar gemappt. Warum genau auf die Länge von 765 ist mir nicht ganz klar. Egal welche Länge ich bei Postgres angebe, das wird im ODPC-Treiber immer auf diese Länge gemappt. Ein anderes Problem ist Boolean als Datentyp. Oracle kennt den nicht. Es wird aber Boolean durchaus für Postgres regelmäßig in Tabellen verwendet. Das heißt, hier muss man sich das überlegen. Beispielsweise eine View auf der Postgres-Datenbank dazwischen schalten, die eben das Boolean auf irgendetwas castet, das eben Oracle kennt, zum Beispiel auf 0 und 1 als String. Zweite ist dann das Insert. Ich möchte dann in diese Tabelle inserten können. In dem Fall gibt es auch bei Postgres Instead of Trigger. Ja, das heißt, ich schicke dann eben meine 0 und meine 1 Richtung Postgres und es wird dann mit Instead of Trigger auf Boolean gemappt. Ein anderes Problem ist die Case-Sensitivität. Warum nur die Native Clients, SQL Plus für Oracle, bzw. PSQL für Postgres, die kennen das und da brauche ich mich nicht um Groß- und Kleinschreibung kümmern. Greife ich aber jetzt von einem auf das andere zu, dann habe ich eben das Problem, dass in Postgres alle Objektnamen, Spalten und so weiter immer kleingeschrieben abgelegt werden. Bei Oracle ist es aber blöderweise immer groß geschrieben. Das heißt, möchte ich jetzt von Oracle auf Postgres zugreifen, dann würde ich die Fehlermeldung bekommen, Table of View does not exist. Es sei denn, ich schreibe eben alle Spaltennamen unter Doppelhochkomma, alle Tabellennamen unter Doppelhochkomma und schon funktioniert das Ganze wie erwartet. Zusammenfassung. Oracle kann über ODPC auf PostgreSQL-Datenbank zugreifen. Dazu braucht man einen ODPC-Treiber für Postgres und die Oracle Heterogen Services. Es gibt einige Probleme beim Datentyp-Mapping, da muss man entsprechend Anpassungen vornehmen. Das kann man beispielsweise mit zwischengeschalteten Views auf der Postgres-Datenbank machen. Und das zweite Thema ist eben die Case-Sensitivität bei Objektnamen, bei Spaltennamen und so weiter. Wie schaut es aus mit der Oracle-Lizenzierung? Oracle ist ja bekannt dafür, dass alles Geld kostet. Hier in diesem Fall nicht. Die heterogenen Services für ODPC sind in allen Editionen von Oracle kostenlos integriert. Das heißt, ich habe kein Problem hier, dieses Feature zu nutzen. Möchten Sie mehr zu dem Thema wissen, wie man von Oracle auf Postgres zugreift? Oder möchten Sie wissen, als Oracle DBA, wie administriert man Postgres? Dafür haben wir einen Workshop entwickelt, PostgreSQL für Oracle DBAs. Weitere Informationen dazu auf unserer Homepage. Haben Sie noch Fragen? Benötigen Sie Unterstützung? Oder sind Sie am Workshop interessiert? Dann wenden Sie sich bitte an einen unserer Mitarbeiter
oder kontaktieren Sie uns. Vielen Dank für Ihre Zeit. DB Masters, Datenbanken sind unsere Welt.